Ich grüße euch, hallo, und heute geht es mal nicht ums Wetter, heute geht es um ein viel wichtigeres Anliegen, wobei ich nicht sicher bin, ob für euch das richtig ist oder falsch ist, das weiß ich nicht, das war jetzt eine ganz spontane Aktion, es geht um diese Erdbebenkatastrophe in der Türkei und in Syrien. Ja, und vielleicht könnt ihr euch denken, ich habe mir heute in der Früh den Fernseher eingeschaltet und habe mir gedacht, Wahnsinn, da haben die gesagt, 15.000 Tote und weiß Gott, wie viele Tausende Verletzte. Die Bilder, wo der Vater die Hand seiner verschütteten Tochter hält, die bereits tot ist, ein Kind, das gerettet wird, wo die Eltern alle tot sind und das Kind fragt, da drinnen sind noch meine Eltern und ja, und jeder weiß eigentlich, dass die schon tot sind. Ja. Und viele dieser schrecklichen Bilder, die jetzt nicht, natürlich verwendet man die in die Medien, aber das ist ein Leid ungeheuren Ausmaßes. Also wie gesagt, ich bin jetzt da nicht vorbereitet, noch ein bisschen schockiert über die Tage hinweg, was für eine Dimension das annimmt. Dann hat man in Syrien noch Krieg zusätzlich, die hatten eh nie ein schönes Leben. Und was ich jetzt machen kann, ist, ich habe eben diesen YouTube-Kanal, ich habe 1400 Abonnenten circa jetzt. Und ich würde mir wünschen, dass jeder von diesen Abonnenten oder jeder, die dieses Video jetzt sieht, ich mache euch einen Link für die Caritas International. Das ist ein absolut hochseriöses Portal, die auch aktuell vor Ort sind. Da geht dieses Geld direkt dorthin, weil man kann mit Sachspenden etc. momentan nichts ausrichten. Nur die vor Ort wissen, was momentan am notwendigsten gebraucht wird, um das besorgen sie. Aber das kostet natürlich überall alles Geld. Und jeder, der spenden kann und jeder, der helfen kann, und sei es nur 1 Euro, oder ein paar Cent kann dazu beitragen, dass dort, ich weiß gar nicht, man kann gar nicht sagen, das Leid gelindert wird, dass das Überleben ermöglicht wird. Viele tausende Menschen haben alles verloren. Da gibt es kein Haus, keine Unterkunft, es ist kalt, es ist Kälte. Und irgendwie hat das Ganze ja auch mit Wetter zu tun, im weitläufigen Sinne. Und ich dachte mir jetzt spontan, wie ich das heute gehört habe, man kann doch nicht so weitermachen. Ich schaue meine Karten an, wie es weitergeht, was kommt an Wetter und was für ein Video könnte man wieder machen und wo kann ich euch wieder mitnehmen zu irgendeinem interessanten Wetterevent. Das klappt so nicht, wenn ich nicht diesen Channel nütze dazu, in erster Linie jetzt einfach um Hilfe zu bitten. Hilfe für die Leute, die es wirklich brauchen, denen ihr Leben von jetzt auf gleich auf Null gefahren wurde. Und ich glaube, niemand von uns kann sich das vorstellen, der ein Dach über dem Kopf hat, der die Sonne spürt, der leben kann, der ein Auto hat, der einfach normal lebt, ja, auf Urlaub fährt, einkaufen geht. Die ganz alltäglichen Dinge sind dort gestoppt, es gibt keine Infrastruktur, die Straßen sind blockiert, teilweise sind sie eingebrochen. Dann die furchtbaren Wetterbedingungen, es hat dort extreme Temperaturen für diese Katastrophe, 6 Grad minus heute Morgen, es schneit in einigen Regionen und dann noch in Syrien, über die man ja noch weniger spricht eigentlich, weil dort auch viele Reporter und Medien gar nicht reinkommen, weil dort Krieg herrscht. Also es ist schwindelerregend, was da gerade abgeht und ich kann euch nur bitten, den Link, den ich euch da unter dem Video reinsetzt, einfach anklicken, ihr kommt direkt auf diese Caritas International Seite, könnt dort eingeben, wie viel ihr spenden wollt und jeder Euro hilft, wenn man jetzt diese 1400 Abonnenten, die ich habe, nimmt und diese 1400 Abonnenten spenden 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro, dann könnt ihr euch ausrechnen, wie viel das schon ist und 1000 Euro sind für dort unten schon viel, viel Geld, mit dem man was bewirken kann. Und wenn jeder nur eine Kleinigkeit spendet, dann macht das in Summe extreme Mengen aus und jeden Euro brauchen die dort. Es geht nicht anders. Unser Geld, unser Leben bedeutet Geld und Gesundheit. Und die haben dort jetzt alles weg. Dort ist die Gesundheit weg, dort sind die Familienmitglieder tot oft. Und sie haben kein Dach über den Kopf. Und ich bin ja eigentlich total positiv überrascht, wie viele Menschen sich aufgemacht haben in dieses Krisengebiet jetzt, die auch ihr Leben riskieren, die ja auch Familie zu Hause haben. Wurscht, ob das Rotes Kreuz ist, ob das THW ist. Alle gehen da runter und helfen. Es sind sogar von Österreich, in Vorarlberg habe ich sogar gehört, dass sogar
wie von der Bergrettung Leute runtergehen, ja, mit vielen Suchhunden etc. Das ist toll, dass so eine Hilfsbereitschaft herrscht. Und ich habe jetzt ganz spontan, darum ist es stottert auch und ich hoppel da dahin, weil ich das jetzt einfach nur eingeschalten habe und aufgenommen habe und sage, man muss doch diese Channels, und wahrscheinlich werden das viele andere auch tun, nützen. Diesen YouTube-Channel oder einen Instagram-Channel etc., um Leute aufzurufen, hey, ganz einfach, drückt diesen Link und gebt ein bisschen was. Ich weiß, vielleicht können es viele nicht mehr hören, wieder spenden, es gibt immer Krisen und selbst in unseren Ländern, die so ja, gut dastehen, gibt es immer mehr Leute, denen schlecht geht, ja, und die immer weniger Geld zur Verfügung haben durch diese ganze Teuerung, ja. Aber das, was die in der Türkei und in Syrien jetzt erleben, das ist gigantisch. Wenn man sich erinnert, 1999 war dieses große Erdbeben in der Region in der Türkei, da gab es 17.000 Tote. Das war eins der größten. Und jetzt sind wir schon bei 15.000 Tote. Heute im Fernsehen habe ich das in der Früh gesehen. Wie hoch wird das noch raufgehen? Und von den Tausenden und Abertausenden Verletzten, Schwerverletzten, die jetzt nicht nur verletzt sind, sondern womöglich eben auch ihre ganze Familie verloren haben unter den Trümmern, und in vielen Gebieten kommt man gar nicht hin, weil es die Straßen nicht gibt und weil die Wetterbedingungen schlecht sind. Und dann noch der Krieg in Syrien. Also was kann noch schlimmer sein? Also lasst uns einfach zusammenstehen, lasst uns einfach helfen. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm, dass ich da meinen Channel dazu nütze, meinen YouTube-Channel, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Ich bin nur da gesessen, sehr erschüttert in den letzten Tagen, und heute in der Früh, wie ich dann gehört habe, sind schon 15.000 und die Zahlen steigen so schnell an. Denen kann man eh nicht mehr helfen, die tot sind. Das ist nun mal so. Das ist so gnadenlos ist diese Welt, aber wir können einfach menschlich sein, und das ist das, was zählt. Und da ist nun mal das Geld das Wichtigste, was ihnen helfen kann. Ihr seht, es nimmt mich schon sehr mit, und ich, wie gesagt, ich kriege nichts dafür, und das, der YouTube, ich nütze das jetzt nur, ich kriege auch da keine Werbung, ich mache da keine Werbung rein oder irgendwas, gar nichts. Es geht nur darum, einfach die Breite, ich weiß, ich habe nur 1400, das ist jetzt lächerlich für andere, die da 1000, Millionen, was weiß ich, an Abonnenten haben, aber jeder Einzelne zählt, und darum habe ich gedacht, ich nütze auch meinen Channel dazu, dass ich euch aufrufe, diesen Link anzuklicken. Bitte tut's, wenn es geht. Ich bin auch niemandem böse, natürlich. Ich werde es auch nie erfahren, wer was gespendet hat. Ja, ist völlig uninteressant. Das ist euer Sache. Ich möchte euch nur, alle, die da zuschauen und die Spaß an meinem Channel haben, in diesem Sinne dazu bitten, einfach ein bisschen Herz zu haben und ein bisschen was wenigstens zu geben, wenn es geht, weil dort ist wirklich ein absoluter Albtraum. Die Leute hat es in der Nacht erwischt, beim Schlaf. Also schlimmer hätte es nicht kommen können. Alles passt dort im negativen Sinne zusammen, um dieses Leid aus hier zu anzurichten. Ja. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Bitte klickt den Link, spendet ein bisschen was, wenn es geht. Und dann haben wir auch dazu beigetragen, unser Channel oder mein Channel, damit wir den Leuten dort helfen können. Und mehr können wir nicht tun. Und jeder soll sein Leben weiterleben. Jeder soll alles das, was wir tun und was wir gerne tun, heute einkaufen gehen. Dort, wir können einfach einkaufen gehen. Wurscht, und einfach nur normale Nahrungsmittel. Ich rede jetzt gar nicht von irgendwelche Mode und sonst irgendwas. Ich rede einfach nur hingehen und sich Essen besorgen. Und all das geht nicht. Die haben nichts zu trinken, die haben keine Infrastruktur, die haben gar nichts. Also, das ist das Einzige, was wir tun können. Das habe ich jetzt ganz spontan gemacht. Wenn ihr es nicht gut findet, könnt ihr es mir ohne weiteres auch reinschreiben. Ich bin immer offen für alle Meinungen. Aber ich habe gedacht, das ist vielleicht eine Idee, um die paar, die bei mir dabei sind, die da zuschauen, auch dazu bewegen, diesen auf einfachste Weise, das dauert nur ein paar Sekunden fast oder eine Minute, das bisschen was zu spenden. Alles klar, ich danke euch und bleibt bitte gesund, und ich sage das eben, weil ich es wirklich ernst meine. Und ihr seht, wie schnell sich das ändern kann. Und wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, dass uns das auch jederzeit passieren könnte, egal ob es ein Unfall ist, ob es irgendeine andere Katastrophe ist. Es gibt so viele Katastrophen, die ganze Welt betreffen könnten, wenn zum Beispiel ein Yellowstone-Vulkan ausbricht, diese Caldera,
diese unterirdische im Yellowstone Nationalpark, dann würde es die ganze Welt betreffen und. Also wir sind nicht sicher, niemand ist sicher, es kann jederzeit was passieren, ob privat, den Einzelnen oder eben global. Und deshalb sollten wir das Herz haben, wenn es uns gut geht und wir hier sitzen können und den Sonnenschein genießen. Und viele sind jetzt auf Winterurlaub und viele genießen den Schnee und das sollen sie auch und jeder soll das genießen. Aber wir sollten auf die Leute nicht vergessen, die momentan im absoluten Chaos leben und die nichts mehr haben. Und deshalb würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ich es mit meinem kleinen Channel schaffe, ein paar Leute dazu zu bewegen, diesen Link anzuklicken und ein bisschen was zu geben, wenn es geht. Also, das nächste Mal geht es dann wieder ums Wetter und schreibt mir eure Meinung dazu, ob das okay ist für euch, dass ich das jetzt gemacht habe oder ihr das nicht so gut findet, dass man das... Vielleicht sehen es manche als Missbrauch des Channels an, aber wie gesagt, es war jetzt einfach eine Idee und ich habe es einfach gemacht. Alles klar, bis dahin und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, alles Gute in die Welt hinaus und ich hoffe, nächstes Mal hören wir uns zu einem besseren Thema. Pfiat euch, ciao.